Dann brauche ich ein W2 bzw. W6 halbiert. Ja, okay. Ein W6 halbiert ist kein W2. Ja, gedrittelt. Gerade, ungerade ist mir Ja. egal. Okay, Einfach. ich sage gerade. Bam. Ja, ist gar nicht so gut. Es ist viel Magie in ihm. Oh, es ist ein sehr potentes magisches Objekt. Oh, was erkenne ich denn über meinen Odem? Schaden, viel, viel Schaden. Und irgendein unbekanntes Ritual. Blut dämonisch Nein, nicht mit dämonisch. ist Blut. Merkmal Geister. Merkmal Geister und Schaden. Okay. Viel Schaden. Starkes Merkmal Schaden und Geister. Nun, dann ist es wohl besser, wenn wir sie loswerden. Ja. Hervorragend. Ich Ich fasse diese ziehe. Dinger nicht an. Nun lass das Ich mal habe eine Sorge gehört, in sein. 1.0 ihr fasst alles mit der Hand an. So sieht's aus. Ich ziehe zunächst mal die gespeicherte Liturgie aus meiner Hand. Das geht in eine Aktion. Was ist das für eine Das Liturgie? ist Hexenverteidigung. Was Ich macht muss das? hier. Die hilft mir gegen Magie, wenn ich dann verzaubert werde. Wenn Auf du den ver genauen Effekt, auf den genauen Effekt kommen wir, falls es soweit ist, ja? Ja, Aber die hält sowieso nicht mehr lange, deswegen dachte ich mir. okay. Muss weg, läuft ab. Richtig. Gut. Dann nehme ich mein Schwert und die sind aufgehängt, richtig? Die sind aufgehängt, genau, an ihren Gut, du. eigenen Haaren. Dann woran? An dem Baum. An einem Baum. Und dann grabe ich mir den Ast, hacke den mit, wenn wir einen Beil mitgebracht haben, lassen ansonsten halt mein Schwert zähneknirschenderweise ab und schmeiße den ganzen Ast ins Feuer mit samt den Köpfen dran. Bete dabei zu Preyas und Brannibor, dass sie mich doch beschützen mögen. Und du hast deine Liturgie ausgelöst? Ja. Okay. Wenn ich Ziel eines Zaubers werde, dann darf ich ja mehr proben. Also es kann immer noch hinten losgehen. Darf ich vorher noch ein Gradiane wirken? Wie so viel Zeit wirst du haben, denke ich. Sind ja nur drei Wenn Aktionen du für dich. verkürzt. Okay, ich verkürze ihn. Ich wirke gegen Zauber, den Gradian zusätzlich plus 3 ist größer. Du hattest deine Liturgie, glaube ich, auch noch nicht ausgewürfelt, ne? Ja. Richtig, aber das Einzige, was die LKW-Sterne machen, ist der, ich war von 3W20, ist die Wirkungsdauer, die in Ach so, Spielrunden gemessen okay. wird. Von daher, scheint es mir das nicht so wichtig. 6 ASP sind also jetzt ist gar nicht mehr so gut. Das sind 6 Schadenspunkte, die abgefangen werden, ne? Nein, das sind Zwölf. Doppelter ZFP plus eingesetzte ASP. Also 6 plus 6 sind 12, genau. Du musst im Übrigen vorher sagen, wie Ja. viele ASP du Ja, einsetzt. ich glaube, 12 sind jetzt. Okay, dann würfelt jeder von euch einen W20 und wer am höchsten würfelt, steht am nächsten dran. Ich meine, stehe ich nicht automatisch am nächsten dran? Ja, dann du. Okay. Ich werde Ziel deines Zaubers, ja? Ja. Warte Dann mal probe kurz. ich. Ich Okay. überlege gerade, stehst du im Gardianum von Abelmir? Das muss Abel mir entscheiden. Er weiß ja, wie weit er reicht und er kann mich da reinziehen, wenn er will, aber. Irgendwie kommt mein W20 nicht an. Brauchst du ja auch nicht. Ne? Okay. Ich Alles steht persönlich automatisch. werde keine Sorge darauf tragen, ob ich in einem Gardian drin stehe, denn Ja. vermutlich merke ich gar nicht, dass er zaubert. Ja. Gut, dann sagen wir doch mal, was Vexensverteidigung tut. Wie gesagt, ich ziehe dann das für mich nachteiligen Zaubers werde. Niemand, dies geht hier Das in die passiert Stadt. jetzt, ja. Genau, darf ich auf meine Magieresistenz proben? Und wenn die Probe gelingt, ist einfach eine W20-Probe, ignoriere ich den Zauber weg. Wow, Dies werde ich jetzt tun. okay. Das ist die 4 und damit gelungen. Und Albuin legt seinen schützenden Mantel um mich und der Zauber gleitet ab. Du siehst, wie der Schrumpfkopf mit einem großen Platzen explodiert, Feuer schiebt auf und es ist nicht so wie ein Granatapfel. Du kannst sehen, wie ein geisterhaftes Wesen kurz aufsteigt vom luminierenden Licht des Lagerfeuers oder dieses Signalfeuers noch eingehüllt und dann auf dich zustiebt und dann vergeht. Es platzt einmal auf und irgendetwas explodiert in einem goldenen, albuinitischen Lichtschein vor dir. Der Gardianum von Abelmir verpufft. Dann drehe ich mich zu den anderen. Nun, ich denke, wir haben unsere preisgefällige Pflicht getan. Und diese armen Seelen, die hier scheinbar gefangen waren, befreit. Ihr habt gesehen, wie sie gegen Alvaran gefahren sind. Diamantis deutet mit seinem Finger auf die anderen 9 Schrumpfköpfe. Ich hatte den ganzen. Ach, hingen die nicht alle am selben Mast? Nein, die hängen überall um Okay, die Stellen dann mache ich verteilt. das Ganze noch 9-mal. Dann würde ich mich gerne etwas wegstellen Oder halt so lange, bis mich ein Zauber trifft und mich umhaut. Ich kann das. Warte, Ich stopp. würde gerne Folgendes machen. Ich zeichne ein Pentagramm auf den Boden. Ich habe noch genau 11 ASP.
Vielleicht klappt es also. Würde dann zu Yalan sagen, Yalan, vielleicht können wir die Geister austreiben. Warum hast du das mit nicht... Nein, stopp. Hast du einen Plan? Ich hab dir noch gar keine Zeit gelassen. Ja, natürlich habe ich einen Plan. Ja, ich bin nicht besonders gut darin. Ich bin eben kein Geode, der sich auf Geister versteht. Und andere, wenn du sie austreibst, was passiert dann mit ihnen? Sie verschwinden. Wohin? Gehen sie zu Bohren, oder? Das ist unheimlich. Ich will im Boot warten, im Ruderboot. Warte, ich hab dir doch gesagt, du sollst im Boot warten. Danke. Das wird sich zeigen. In diesen Dingen nicht so bewandert. Aber mir? Ich bin mir nicht sicher, wie sollten wir verschwinden. Nun, das ist keine Option. Natürlich ist das eine Option. Es ist keine Option, die ein göttertreuer Mensch in Erwägung ziehen würde. Und hier scheint auch niemand zu sein, der direkt Hilfe brauchen würde. Ich meine, was sollen wir hier noch? Das ist eine Falle der Waldmenschen. Habt ihr es noch nicht erkannt? Ja, und? Also, ich kann es euch anbieten, aber... Gut, Boltax, dann ein Versuch ist es wohl wert. Ich nehme an, deine kundige Austreibung wird die Geister etwas sanfter in Boronzahlen führen, als diese Schädel einfach ins Feuer zu werfen. Nein, danach dürft ihr sie immer noch verbrennen. Ja, aber danach sind die Seelen der Gefangenen nicht mehr drin, die Seelen der Verstorbenen nicht mehr drin gefangen. Oh, richtig, sie können sich da nicht mehr manifestieren. Nun gut. Okay, jetzt ist es doch Zeit, meine LKP-Sterne nachzurechnen. Oh, ich habe alle, okay. Ich ziehe also um alle diese Bäume auf dem Strand und dafür lasse ich mir eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde Zeit, je nachdem, wie groß das Areal ist, halt ein großes Pentagramm, wirke dann ein Geisterbann. Okay, dann beschreib mir nochmal bitte, wie das, ist das ein Ritual? Oder ist nee, das ist ein Zauber. Okay, dann. Genau. Lieber Kantiones, Geisterbann. Richtig, Geisterbann. Was tust du, was passiert? Auf Seite 97. Wie gesagt, ich ziehe ein Pentagramm auf den Boden, durch das der Geist verschwinden soll. Dann rufe ich die Schutzmächte meiner Wahl, also in dem Fall die Elemente, an und befehle dem Geist zu verschwinden. Zauberdauer ist für eine Spielrunde. Also ich habe halt länger gebraucht, um das Pentagramm zu zeichnen, weil ich es halt möglichst groß zeichnen wollte. Denn, ja, ist halt sinnvoll, finde ich, in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob noch mehr Geister da sind. Ich hoffe mal, dass es nur einer ist, denn ich kann damit nur einen austreiben. Aber... Mal gucken. Dieser Zauber hindert Geister aus der Gruppe der Totengeister für geraume Zeit daran, sich zu manifestieren und zu spuken. Der Geist kann ZFP-Stern Tage und Nächte nicht erscheinen, sich nicht manifestieren oder ähnliche Aktionen ausführen. Nach Ablauf dieser Zeit kann er wieder umgehen wie zuvor. Der Druide spricht stets einen bestimmten Geist an, sodass nur dieser betroffen ist, auch wenn mehrere Geister anwesend sind. Gibt es noch die Variante mehrere Geister? Ja, ich habe aber nur einen Wert von ZFW 6, also den kann ich gar nicht wirken. Das heißt, die Austreibungsschwierigkeit des Geistes würde dann verdoppelt werden, steht hier. Genau. Also gib mir einfach eine Schwierigkeit. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht schaffen, aber ich wollte den Zauber immerhin einmal ausprobiert haben. Austreibungsschwierigkeiten von Geistern sind, glaube ich, eher moderat. Also der Geist ist relativ trivial. Ich sage einfach mal, das ist eine Schwierigkeit von 2. Okay. Alles klar, dann doppelte Austreibungsschwierigkeit ist 4. Und da ich mir Zeit lasse bei der ganzen, sind wir dann bei einer plus 1. Dann langfristige Bannung, Zone, permanente Bannung. Ja, und die Bohrenkirchen lehren, dass nur Geweihte in der Lage seien, Seelen sicher ins Totenreich zu geleiten. Deswegen ist es verboten, das zu tun. Zum Glück stehe ich mit Boron ja nicht so auf dem Fuß. Nee, ja. Und auch nicht mit dir. Ja. Also, schauen wir es uns mal an. Yes! Wow! So. Dann sind jetzt alle Geister gebannt, ne? Nee, nur einer. Nur einer, okay. Genau. Dann kannst du auch... willst du das nur um einen Baum gezogen haben, oder... Ja, ich weiß nicht, also wie es am sinnvollsten ist. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie der Strand aussieht. Also ich denke eher, wir machen das so, wir ziehen das Pentagramm und ja, dann holt dann jeden und hält ihn da rein oder so. Ja, genau, können wir so machen. Und ja. Dann, wenn du mit deinem Tanz fertig bist, schmeißt er jeden Einzelnen ins Feuer. Ich habe noch ein paar Ladungen in diesem Ding drin.
Gut, also. Okay. Wir nehmen einfach mal den ersten. Und weil du den Geisterbann gewirkt hast, würde ich dir tatsächlich auch noch einen großen Zauber abnehmen. Dementsprechend kannst du den Schrumpfkopf ins Feuer werfen und es ploppt einmal. Und es fährt da kein Geist mehr aus? Nein, gar nichts. Und dann bin ich zufrieden und wir machen das Ganze noch 8-mal. Gut. Beim zweiten würfel nochmal bitte einen W6. Ein W6. Die 4. Dann nehmen wir wieder gerade. Du nimmst ihn in die Hand? Wie gesagt, ich nehme den Ast. Und dann hatte ich ihn als Pentagramm und wollte auch nochmal sprechen und dann kommt er ins Feuer. Ja, aber du bist der Nächste wieder am Feuer. Genau. Genau. Hast du irgendwelche Schutzmaßnahmen? Ja, und zwar, diese Liturgie hat LKP-Stern 4 Ladung, deswegen habe ich gerade nochmal durchgerechnet. Okay. Wenn du mir keine sonstigen Erschwernisse aufdrückst, habe ich also 4 Ladungen da drin gehabt. Dann würfelst also du wieder auf Magieresistenz. Dann würfel ich wieder auf Magieresistenz. Dies ist die 1 und damit gelungen. Dann gebe ich dir den umsonst. Würfel nochmal auf Magieresistenz für den nächsten. Mhm. Das ist die 10 und damit immer noch gelungen, da meine Magieresistenz exakt 10 beträgt. Okay, sehr gut. Dann habt ihr 1, 2, 3 Stück. Und den vierten. Dann noch ein W20. Das ist die 7. Sehr gut. Und einen letzten. Und einen letzten W20. Das ist die 12, den möchte ich shippen mit dem von Boltax erwetteten Chip. Es ist zwecksgefährlich, dies zu tun. Ja, und damit sind wir bei der 4 und... Genau, also du hast deinen Schicksalspunkt verbrannt bei Huron und Boltax hat in einer Wette dir seinen Schicksalspunkt für dieses Mal gegeben. Du kannst ihn also einmal ausgeben, aber nicht verbrennen. Was hiermit getan wurde, Fexpilis. Gut, die nächsten 5 Schrumpfkopfe, die ihr ins Feuer schmeißt, stieben zwar geistartig auf, allerdings könnt ihr Tiere sehen, die euch an Affen erinnern. Vögel, alles irgendwelche Tiere des Urwaldes, Krokodile oder sowas sind nicht dabei. Es sind einfach irgendwelche kleinen, schnellen Tiere, die dann aufstieben und nach kurzer Zeit verschwinden diese Geister dann wieder und ihr habt den Strand von der üblen Magie befreit. Kein Wunder, Boltax, dass du die nicht zur Ruhe betten konntest. Sie haben ja in Boronsreich gar keinen Platz. Ja, das waren tatsächlich Tiere, nicht wahr? Das sah so aus. Jalan leuchtet mittlerweile recht gülden durch eine Aureole, eine Präsenz, die ihm dein Herr und Meister Albuin mitgegeben hat. Und auch deine Hand leuchtet eisern gulden auf. Oh, Jalan, ihr überstrahlt ja den ganzen Strand. Nun, hieß es, Brahmias schützende Hand. Oh, wunderbar. Lass uns diesen Ort also einmal einsegnen. Dass auch niemand weiter hier in ein solch finsteres Ritual gebunden wird. Ja, mögen die Elemente über den Strand wachen, möge das Erz im Sand uns beschützen, mögen die Wellen der Brandung alle schändliche Magie hinforttragen, mögen die Kräfte Sumus, die sich manifestieren in den Palmen und Kokosnüssen, uns schützen und mögen Wind und Feuer ihr Übriges dazu beitragen. Ich gestatte tatsächlich, weil ihr das so schön gelöst habt und weil ihr so viele entfernt habt, euch allen eine Magiekundeprobe. Sie ist erschwert um 15. Doppel 1 ist immer drin. Für alle Beteiligten? Auf alle. Ihr könnt es auch mirakeln, ne? Also, das geht ja. Nö. Selbst wenn ich jetzt mirakelt hätte, hätte ich mit allen Punkten über, hätte ich es trotzdem nicht geschafft. Ma, aber mir. Abelmir, du hast die ganze Szenerie sehr genau analysiert. Zieh dir nochmal 4 Punkte für ein Odem ab. Und du bist dir sehr sicher, dass der eine Schrumpfkopf, also es waren 2 Arten, der eine war ein Späher und der andere war Schadenspunkte gebannt in den Schrumpfkopf. Eine bloße Berührung würde ausreichen, Schadenspunkte zu übertragen. Und du würdest dir sicher sein, es würde nicht reichen, um Jalan zu töten, ihm sehr wohl aber sehr schwer zu verletzen. OT gesprochen, da waren 25 Schadenspunkte und 3 Wunden eingesprochen. Wenn ich nicht auf diese Artefakte angefasst hätte. Berührst du die Schrumpfköpfe, egal wie, bekommst du automatisch 25 Schadenspunkte, es sei denn, du hast ein Guardianum oder irgendwie ein Aurapanzer und 3 Wunden. Dieser dort, nun, er ist ein... Du kannst auf keinen mehr zeigen, weil sie alle verbrannt haben. Er deutet gerade auf so eine lederne Maske, die gerade irgendwie verkrümmt im Feuer liegt und schwelt. Dieser dort hätte euch nun ja nicht zu Tode gebracht, aber sehr schweren Schaden zugefügt. Dieses Ding dort ist scheinbar eine Art Späher zu sein, eine Spähfunktion, eine
Art von Hellsichtmagie oder Verständigungsmagie. Wissen Sie denn, dass wir hier sind? Vermutlich. Wer recht im Glauben ist, der fürchtet weder Tod noch Teufel. Wenn sie nicht töten, sondern nur verletzen wollen, dann werden die herkommen, um den möglich Verletzten abzuholen. Ich sehe mich mal um. Ich erinnere mich an das Wort Blutspuren gehört zu haben. Sieht man hier irgendwas? Die wurden mit Sand verwischt, aber ja, wenn du davor stehst, also vom Wasser aus kann man das nicht erkennen, aber wenn du dann im Sand stehst, dann sieht man das ja. Meine Herren, jetzt sind wir an der Stelle, eine Falle zu legen. Was haltet ihr davon? Oh, und Zulami, entschuldigung. Denselben Gedanken hatte ich auch, Boltax. Wir wissen nicht, wie viel Gegner wir rechnen müssen. Zulami, würfel mal eine Sinneschärfe. Tasten. Ein kurzer, heißer und gleichzeitig kalter Schmerz wie ein Mückenstich an deiner Schulter. Tulamin zuckt zusammen und greift nach ihrer Schulter. Ein kleiner Pfeil steckt drin. Sie zieht ihn raus und hält ihn hoch, sodass alle ihn im Feuerschein sehen können. Und hier! Zu spät! Aufs Boot! Bringt sie aufs Boot! Ja, ich würde... Ich halte sie, glaube ich, eher hinter mir her, wenn sie schon irgendwie Lähmungserscheinungen hat. Und zerre Zulamin in Richtung des Bootes. Ja, Diamantis zieht seine Balestrina und stellt sich vor. Zulamin läuft dem mit dem Rücken zu und daher Richtung Dschungel gerichtet, um Deckung zu geben. Sinneschärfe Probe. Diesmal auf Sicht. Ja, ich nehme nochmal 4 zusätzliche ASP. Das ist weise. Ja, könnt ihr gerne machen. Gegen die sich verstecken Proben. Mhm, und sie sind dschungelkundig. Ja, ich bin auch Dschungel. Nee, verstehe nicht. Ich bin auch dschungelkundig. Haben wir da nicht heute schon drüber gesprochen? Ja, das stimmt. Ich habe 8. Aber ich muss. Warte, nein. Ich nehme meinen Wurf zurück, ganz egal, ob er gelungen wäre oder nicht. Ich bin, glaube ich, zu beschäftigt, Zulamin wegzuzahlen. Maximale Erschwernis von 12 plus meine Dämmerungssicht, falls es hier nochmal wichtig wird. Ja, mit Dämmerungssicht gestatte ich dir das, sonst nicht. Aber Diamantis kann das auch erkennen. Ungefähr 6. Es ist eine 7. Person dabei. Allesamt haben kleine Blasrohre am Mund und sie betrachten euch aus den Schatten heraus, wo ihr da auf der Lichtung steht. Eben stärker, es sind zu viele. Ab ins Boot. Zurück. Los, weg von hier. Aber wie war das Signal für Deckungsfeuer? Eine rote oder eine grüne Kugel? Was für eine Kugel redet ihr? Das Schiff! Ich wurde eine rote. Dann macht! Okay. Würde ein Flimflam wirken? Rote Kugel. Keine Ahnung, Variante, Variante. Leuchtturm. Ich glaube, wir sind nah genug am Schiff, dass wir den Leuchtturm nicht brauchen. Okay, dann. Ja, Leuchtturm brauchen wir nicht, aber auf alle Fälle muss er rot sein. Ist, glaube ich, plus 3, okay, ich würfel erstmal. Ist egal. Würde gelungen sein. Wow, wo hast du denn sogar hoch? Ja. Es geht, Magier, was erwartest du? Ich habe eben nur die 20 und die 16 gesehen und dachte mir, okay. Aber deine Attribute sind ja auch hoch. Ja, eine rote Leuchtkugel, die nach oben steigt und ihr könnt sehen, wie die Gesichter auch wegzucken und jemand wollte wohl gerade ansetzen, ihr könnt noch ein leichtes Pfluck hören und dann tauchen sie auch erstmal ab. Vor allem, weil sie Angst haben vor sichtbarer Magie eines Schamanen. Ja, so könnt ihr Zulamin zurück zum Boot schleppen. Idealerweise geben die vom Schiff jetzt auch aus Deckungsfeuer. Genau, das dauert natürlich ein bisschen, aber die haben sich vorbereitet, vor allem auf Piraten. Und nach grob, würde sagen, 30 Sekunden fängt euer Schiff an, Feuer zu spucken. Zulamin, deine Schulter fühlt sich kalt an. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr noch reden? Sprecht mit mir. Es ist kalt. Kalt. Und bleibt auf jeden Fall wach. Voltax, sorg dafür, dass ihr wach bleibt und gib mir eine Decke oder so, wenn du was hast. Ich habe leider keine Decke. Wir bringen dich zu Kanazitiana, der wird helfen können. Habt ihr den Pfeil noch, Zulamin? Ja, Zulamin hat ihn in der schlaffen Hand.
Ich nehme den mal besser an mich. Bestimmt noch etwas von dem Gift dran. Das kann der Zidianer dann analysieren. Wenn es Gift ist, Voltax, kannst du dir nicht helfen? Du, ich habe hast leider, mir auch geholfen. Ich habe leider keine Kraft. Neben euch schlägt eine große Rotzenkugel im Leuchtfeuer ein und es zerschiebt, explodiert, sodass dann natürlich auch brennende Teile in den Urwald, in den Dschungel fliegen und das Geschrei und das Gekecker der Affen wird noch lauter, infernalischer. 10 Minuten später könnt ihr das eure Drachentöter wieder erreichen und Zulamin nach oben buxieren. Du fühlst dich gar nicht so schlecht. Du kannst aber bemerken, dass deine Hand einfach schlaff ist. Und du könntest wohl ein Schwert nicht mehr greifen. Ich drücke sie irgendwie den anderen in die Hand und geht kann Azetiana holen. Wir bringen sie dann in Nethias Kabine in den Küche. Oh, sehr aufregend. Ich hoffe, das landet euren Tagebüchern. Ganz bestimmt, wenn sie dann noch lange genug lebt, um eins zu schreiben. Ja, ja, das kriegen wir wieder hin. Er flößt Zulamin einfach, macht den Mund auf, flößt da wohl 2-3 Tänker ein und pfeift ein kleines Liedchen. Er ist wohl gut gelaunt gerade. Und er kümmert sich natürlich nicht um Emotionen. Wer hat den Pfeil? Ich habe den Pfeil hier. Könnt ihr uns sagen, welches Gift das war? Er betrachtet kurz die Spitze. Ach, Nieder. Ja, irgendetwas, ein Spinnengift. Daran bin ich seit kurzem Experte, müsst ihr wissen. Ich habe 3 Bücher in kurzer Zeit gelesen. Alle Anfang war so aufregend. Das ist schön für euch, gut zu wissen. Ich habe die Tierkunde immer für langweilig gehalten, aber nein. Ein völlig neues Gebiet, was sich mir gerade geöffnet hat. Er legt wohl irgendwie so ein Buch auf den Bauch von Zulamin ab und blättert ein bisschen. Er ist komplett unemotional. Nehmt das verdammte Buch weg. Lasst ihn, vielleicht muss er etwas nachschlagen. Aber nicht auf ihrem Bauch. Ach so, ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Verzeihung, werte Zulamin. Geht es euch wieder besser? Zulamin krümmt mal die Finger an der Hand. Ja, sie ist mittlerweile warm und pocht ein bisschen, aber es fühlt sich auf alle wieder so an, als ob du demnächst wieder kämpfen könntest. Das Gegengift wirkt. Ja. Die Finger tun wieder das, was sie sollen. Es hat sich von der Schulter über den Arm hinweg ausgebreitet. Ich hatte Angst, dass es sich in Richtung Herzen ausbreitet, aber es hat nur den Arm gelähmt. Also keine Strandpiraten? Ich hatte gehört, dass die Mannschaft etwas davon gesagt hat. Nein. Es waren Schrumpfköpfe. Das war ja aufregend. Kann ich mir das vielleicht mal angucken? Naja, dort sind diese finsteren Gestalten. Aber die Schrumpfköpfe gibt es da noch? Nein, die haben wir verbrannt. Oh. Ich habe erst die Geister ausgetrieben und dann haben wir die Schrumpfköpfe verbrannt. Ihr hättet mir noch einen mitbringen können. Ich glaube, das wäre nicht so gut für euch gewesen. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Denke ich. Beim nächsten Mal könnt ihr gerne einen anfassen. Aber mir, wie viel hat das mit ihm gemacht? Nun, es hätte ihn wahrscheinlich vermutlich getötet. Seid ihr sicher, dass ihr einen von diesen Schrumpfköpfen wollt? Naja, tot. Ich hätte ihn mir zumindest angeguckt. Na gut. Das nächste Mal, wenn wir welche sehen, malen wir euch ein Bild. Und das ist gut. Das können wir wohl zumindest tun. Das kann man sogar essen. Vielleicht können wir... Was? Was? Nein, nicht wie Rafim das manchmal tut mit der Bratensauce auf dem Tisch. Wir meinten ein echtes. Habe ich das gerade laut gesagt? Ich meinte was ganz anderes. Ja, das kommt bei mir manchmal auch vor, dass ich... Ja, ich bin ja auch verwirrt auf die alten Tage. Ja. Ich bin ja schon nicht mehr der Jüngste. Jedenfalls, wenn ihr wollt, können wir vielleicht versuchen, euch eins aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Ja, das wäre gut. Gut, das mache ich. Lecker. Dann zeichnet... Ich muss mal gucken, ob ich meins. Ich habe meinen zeichnet. Ja, würfel mal. Ist Paranoia ein Nachteil? Darf ich drauf würfeln? Ja. 19, 20. Ja, das schmeckt nicht sehr gut. Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Schrumpfgesicht. Vielleicht warten wir, bis Zulamin sich wieder erholt hat. Die wird euch. Ja, keine Setiana wird irgendwie so angewidert das Bild angucken und irgendwie. Also mit dem Finger über seine Zunge streichen. Ihr wisst nicht genau, was das jetzt ist. Ich nehme ihm das Papier wieder weg, bevor er es essen kann. Ich gucke ihn auf Fräulein an. Seht ihr, so sah er aus. Damit kann ich nichts wieder anfangen. Das ist nicht harmonisch.
Ja, die Schrumpfköpfe sind nicht harmonisch. Vielleicht dämonisch, aber nicht harmonisch. Nein, nein, sie sind von Geistern besessen, müsst ihr wissen, nicht dämonisch. Ja, das ist eine ganz andere Sphäre. Ich weiß, das habe ich euch gerade erzählt, weil wir den Geist ausgetrieben haben. Hm? Nun gut, nun gut. Es war ja auch eher ein Wortwitz. Ich hoffe, Zulami geht es wieder gut und meine Arbeit ist hier getan. Lasst mich es einmal versuchen. Oh, ein wahrer Eldan Gorbas. Damit kann ich doch wesentlich mehr anfangen. Danke, danke, sehr gut. Zulami nickt zufrieden. Er leckt sich über die Lippen. Denn das beweist, dass ihre Finger wieder funktionieren. Ja. Nun, ich würde vorschlagen, wir lassen in Zukunft irgendwelche Zeichen am Strand unbeachtet. Naja, wenn da wirklich Leute gewesen wären, die Hilfe gebraucht hätten, hätten wir ihnen schon helfen sollen. Nun, immerhin haben wir diese spezielle Falle entschärft, haben die gefangenen Seelen wieder zurück in Borons Reich geschickt und... Aber beim letzten Mal habt ihr doch auch nicht reagiert, oder? Da war vor Mendena, da gab es doch auch dieses Leuchtfeuer, hatte ich in den Tagebüchern gesehen. Da habt ihr auch nicht drauf reagiert. Es ist immer eine Frage der Situation. Vor allem. Es waren keine Leute, die Hilfe brauchten, das versichere ich euch. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ihr es nicht getan habt. Ich erinnere mich, als hätte ich es selbst erlebt. Jedenfalls, und ein weiterer, vielleicht unglückseliger Reisender, der hier vorbeikommt, wird jetzt nicht in diese Falle fallen. Ja, genau. Das Leuchtfeuer habt ihr auch vernichtet. Sehr gute Arbeit. Dann können wir weiter nach Charypso, ja? Ja. Ja. Meint ihr, die haben da Bücher? Ich bin nicht sicher, ob die Belesenheit in Charypso einen besonderen Stellenwert hat. Ich bezweifle es ziemlich stark. Ich denke, die Chancen, dort Schrumpfköpfe zu finden, sind höher als auf Bücher. Einige Vielleicht. Stunden später. Den nächsten W20, bitte. Ich mach. Zirkus weg, Signalfeuer. 15. 15. Wir zählen runter. Ich bin nicht sicher, ob wir mittlerweile noch in Strandnähe sind, denn sieh mal, wo wir gerade unsere Marker ist. Da wart ihr. Ja, genau. Und ich denke, unser Kurs ist eher jetzt hier lang. Wir sind hochseefähig, wir haben keinen Grund, am Strand entlang zu fahren. Seid ihr, aber der Wind kommt von da. Ja, das macht uns ja nichts. Wir können ja begrenzte Maße gegen den Wind segeln. Okay, dann setzt euch mal rein. Das ist immer noch schneller als Dings. Ja, ich wollte schon auf alle Fälle, genau, gut. Da müsst ihr nämlich... Wir sind halt keine Otter oder so, die sich an der Küste hält, weil sie am Tag landen muss. Ja, und euer Navigator kann das auch. Also der braucht das Land nicht. Gut. Dann könnt ihr die Wache, es ist mitten in der Nacht, die Wache wird irgendwann Meldung machen und ein stiller Melder klopft an das Büro von Diamantes. Ja, was? Ich will mal. Läufer der Wache, wir haben einen Vorfall. Irgendein Schiff, was sich da draußen herumtreibt. Keine Flaggen. Ich bin da. Wurde der Kapitän schon informiert? Nein, ihr seid der zurzeit wachhabende Offizier, weil Meister Jalan schläft. Ach, was bin ich das? Oh, scheiße, hätte mir Jalan Bescheid sagen sollen. So eingetragen, ja. Ja, gut. Sollen wir Jalan wecken, oder wie? Welche Flagge zeigt das Schiff denn? Gar keine, habe ich eben gesagt. Gar keine, ein Schiff unter Flagge. Ja, weck den 1-O. Weck den 1-O und den Kapitän, die sind in derselben Kajüte. Was ist mit der anderen Offizierin? Die Moraloffizierin, soll ich hier auch wecken? Moraloffizierin? Ja, die riecht so gut. Ihr meint Zulamin? Nein, um die kümmere ich mich. Ich wecke Zulamin und Boltax. Ich kann Zulamin wecken und du wächst den Kapitän. Was hältst du davon? Stell dich nicht so an. Okay, dann weg von mir aus Zulamin. Oh Alter. Ja, sehr gut. Er läuft immer noch. Werte Zulamin! Werte Zulamin, seid ihr wach? Darf ich reinkommen? Hallo. Zulamin streckt sich wie eine Katze. Du siehst, wie die Tür ist halb geöffnet und ein bärtiger Seemann schiebt seine Augen rein und versucht, dich in der Dunkelheit zu erspähen. Hallo. Na? Irgendwelche Katastrophen an Deck? Ja, weiß ich nicht genau. Wir können auch hier bleiben. Wenn es gefährlich wird, dann komme ich auch zu euch. Ja, denn jemand muss euch ja beschützen, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe Angst und so. Kann ich unter eure Decke kommen? Nein, könnt ihr nicht. Und jetzt raus.
Ich soll euch wecken, weil wir haben ein Schiff ohne Flaggen und so. Diamantis hat gesagt, ich soll euch wach machen. Tschüss. Danke. Geht doch. Geh weg, also. Diamantis hat Schicht. Ich bin Diamantis, verdammt. Geh und mach deinen Dienst. Wir haben ein Schiff ohne Flagge am Horizont. Am Horizont? Piraten. Also ich blicke kurz aus dem Fenster. Wie hell ist es? Es ist mitten in der Nacht. Am Horizont? Haben die ihre Fahrlichter an? Ihr wisst verdammt nochmal, was ich meine. Wollt ihr jetzt aufstehen oder soll ich? Ich ziehe mir wichtig. Ja, ich bin vermutlich auch gerade schon dabei, während ich mich darum beschweren, mich aus der Hängematte zu wühlen. Ich frage nochmal, haben die ihre Fahrlichter an? Nein, ich weiß nicht, was Fahrlichter sind. Es kommt raus. Na, ich schon. Ihr wart doch Seemann. Habt ihr am Anfang keine Fahrlichter? Oder mir spät nicht sehr bekleidet zu ihrer Tür heraus. Ah, ihr seid wach. Kommt mit, wir sehen uns das an. Keine Fahne? Ja, Moment, ich zieh mir was an. Ich stolper an Deck wahrscheinlich. Dann lasst mir vom Decksoffizier wahrscheinlich das Fernglas geben, die Einrohr. Wir haben natürlich irgendeinen Boltax mitgenommen. Also unfreiwillig geweckt. Also den Seemännern das Boltax egal. Es geht ja klar, zu, wenn wir da an seiner Kabine direkt vorbei ja, alles poltern, klar. Einmal ich könnte auf alle Fälle, weiß ich nicht, 3 Minuten später steht Boltax auch mit an Deck. Und euer Steuermann Dottore gibt euch das Fernglas in die Hand. Wichtige Frage. Hatte ich eine Regenerationsphase währenddessen? 4 Stunden. Also du kannst mit einem W6-2 regenerieren. Okay. Nehme ich. Also Lebenspunkte 1W6-2 und Astralpunkte wären dann halt deine vollen Astralpunkte -2, weil dir 2 Stunden fehlen. Ja, ist ja in Ordnung. Dann sind es nur 9 Astralpunkte plus ein Inni-Würfel. Nein, dann sind es nur 9 ASP. Ja, ich gehe zu unseren Geschützmeistern Rappelsteiner und Nebelklang und sorge dafür, dass sie wach werden. Rappelstein, Nebelklang. Ja, ich hab's schon gehört. Kriegt eure Leute zusammen. Sorgt dafür, dass die hinter den Rotzen stehen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Mache ich. Wir warten auf euer Signal. Ich schaue jetzt mal durchs Fernglas, durchs Fernrohr, in die Richtung, die mir zeigt wird hoffentlich. Ja, es ist ein kleines, zweimastiges Schiff mit viel Tiefgang. Typus? Talocken. Zitraken sind so groß. Talocken, genau. Es ist eine Talocken. Zitraken sind die flachen. Genau, es ist und die Locher sind die ganz winzigen. Die Locher sind die ohne Kiel gebaut werden. Nee, es ist eine Talocke. Also, hat sie generell viel Tiefgang oder für eine Talocke viel Tiefgang? Für diese Talocke hat sie viel Tiefgang. Erkennt man unsere Person an Deck? Ja, es ist noch sehr dunkel, aber du kannst geschäftiges Treiben, Schatten erkennen. Und die haben euch wohl auch entdeckt. Du kannst kurz das Blitzen eines anderen Fernglas erkennen und die haben euch entdeckt, ja. Haben die ihre Fahrlichter an? Abgedimmt, ja. Also so rote Signallichter. Die rotes Licht ist natürlich besonders schwer zu entdecken. Die haben einfach so ein rotes Wachssiegel vorgeschoben, damit es dann alles rot ist. Das kann man erkennen, aber es ist schwer zu erkennen. Also. Ich glaube, das Wort ist Positionslaternen. Können Schmuggler sein. Nun, wäre denkbar. Ohne Fahne fahren ist illegal, oder? Das mag Prius nicht. Das heißt Flagge, aber ja. Nun, Prius predigt natürlich die Offensichtlichkeit. Das ist wahrscheinlich ja, aber Piraten scheren sich da sowieso nicht drum. Piraten sind sowieso illegal mit allem, was sie tun. Und wir müssen uns darauf, kann gut sein, dass viele Piraten illegale Dinge tun und Charypso ist nur von solchen Scheißkerlen bewohnt. Und Captain, mich interessiert nicht unbedingt, ob irgendwelche Leute Gewürze von den Waldinseln bis nach Alan verschmuggeln. Ich schlage vor, wir passieren und wenn sie uns in Frieden lassen, lassen wir sie in Frieden. Ja, ich würde ein paar Parallelkurs setzen und gucken, ob die sich uns weiter nähern. Ja, Kurs wird gesetzt und sie reagieren darauf mit einem Glockensignal. Also sie schlagen einmal eine Glocke an. Nee, es ist tatsächlich ein Signal. Also sie wollen wohl mit euch kommunizieren. Das ist wohl füchsisch. Oh, warte, ich würfel auf füchsisch. Rafim ist ja nicht da. Ich hab's uns gesteigert. Ich habe es gesteigert. Ich muss nur kurz schauen, was mein Talentwert ist. 20, genau.
Dann Sprachen trage ich natürlich mit Freude okay, nicht ein. Okay, das war nur Abel mir, das ist gut. Okay, ich habe das auf 6. Lass mich mal schauen, wo sind meine Sprachen? Ach, sind noch Sonstiges. Yeah. So, und dann dürfen wir mal. Clinch. Kein Schicksalspunkt mehr, ne? Aber kann ich den Film mit minus 1 erkennen, dass es füchsisch ist? Ja. Scheint füchsisch zu sein. Ich kann mir aber nicht ausmachen, was es bedeuten soll. Ich hole lass mal den Signalgast an Deck holen und normale Flaggensignale verkünden. Was wollt ihr? Dunkeln? Wie weit sind die weg? Also ich würde mal sagen, noch 2 Kilometer. Vielleicht können wir auch, haben wir auch hinter uns eine Lichtquelle, keine Ahnung, Laterne oder sowas, dass man erkennen kann, was wir für Lichtsignale geben oder Flaggensignale geben. Soll ich einen Flimflam wirken? Nö, einfach nur eine Laterne. Ich denke, Sie haben mit Absicht diese Kommunikationsmethode gewählt und wenn wir auf eine andere antworten, werden Sie wissen, dass wir nicht eingeweiht sind. Ich schlage vor, wir behalten einfach den Plan bei und fahren weiter. Genau. Also, was habt ihr für eine Flagge gehisst? Horas? Aranien. Immer noch. Wie immer. Aranien, also eigentlich den Hummer von Janka. Genau. Wie schon seit Anfang an. Ich weiß nicht, warum wir immer horasisches Schiff genannt werden. Wir hatten noch nie irgendwo einen Doppeladler ja, draufgeklebt. Ich finde es schon stolz, Doppeladler zu fahren, aber okay. Ja, aber haben wir nicht. Wir wollen nicht wie Rechte aussehen, ist doch klar. Ihr fahrt einen Parallelkurs. Das heißt, sie kamen euch so ein bisschen entgegen. Sie werden den Kurs auch nicht ein bisschen korrigieren, ein bisschen. Also es ist halt kein Angriffskurs. Das nicht, vor allem nicht in der Nacht, das macht sowieso keinen Sinn. Aber nach grob 2 Minuten hissen sie einen eigenen Hummer. Die haben einen? Der sieht bestimmt anders aus, das ist nur ähnlich. Ja, der sieht anders aus. Also mit einer Heraldikprobe, der sieht nicht so aus, wie man den gerne hätte, aber ja, die haben einen jankanischen Hummer. Ignoriere das Wappen von weiter. Gut ausgestattet. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie signalisieren, bitte nicht schießen. Nun, wir könnten sie natürlich aufbringen, Captain, und uns ihre Ladung einverleiben. Sie rufen auf 1 Kilometer und die Stimme wird hinübergetragen. Sinnenschärfe hören. Was ist der Tag? Wann ist der Tag der Sinnenschärfeproben, oder? Ach ja, nur für den Fall, wir können alle Tulamidia. Ich kann kein Tulamidia, sag ich dir. Okay, ich wollte gerade auf deswegen fragen. Kritischer Erfolg. Nur Tulamidia. Warte, seid mal alle ruhig! Wollt ihr nicht handeln? Günstige Ware zu kaufen? Ich ruf mal zurück. Was für Ware? Schmuggelgut. Welches, günstig. Du Nase? Waffen. Captain, brauchen wir Waffen? Nein. Nein, wir sind voll! Günstig! Diamant, das... Ja, Lann, was sagt er? Lass eine Pulverladung. Gewürze! Ihr scheint ihn zu verstehen. Auf die Gewürze! Auf die Entfernung müssen wir gar nicht versuchen, sie zu treffen, aber nur von mir aus. Und deswegen nur Pulver, kein Geschoss. Also ihr lasst einmal rausrotzen? Ja. Ja, mit Pulver, einfach nur um den Knall zu erzeugen. Eine einzelne. Ja, sie drehen ab. Was wollten sie denn, Jan? Ja, du kannst noch hören, ein ganz deutliches Arschloch. Ich nehme an, sie wollten ihre Ware schon auf halbem Weg veräußern. Also war es ein Handelsschiff? Nennen wir sie einen freischaffenden Expresshändler. Also nähern wir uns unserem Ziel, ja? Vermutlich. Aber solange niemand von euch Sinn hatte, fässerweise verrostete Waffen oder einige Gewürze zu kaufen, hatten wir nichts gemein mit denen. Und wir hätten den nicht kaufen müssen. Werden sie uns einfach einverleiben können. Hätten wir. Ja, Salz ist immer gut. Aber Captain hat vorgeschlagen, den Kurs zu halten, also tun wir das. Nun gut. Außerdem, ich bin mir sicher, auch diese Menschen versuchen nur auf eine mehr oder minder ehrliche Weise ihr Handwerk, ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist nicht so, als wären sie irgendwelche Piraten. Das ist mir egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder schlafen. Ja. Und nächstes Mal handhabt das vielleicht erst, bevor ihr uns holen kommt. Wir sind hier. Wir fahren Richtung Charybdek und Südmeer. Man weiß nie, was ein anderes Schiff bietet. Und mit diesem Tiefgang könnte es schwer bewaffnet gewesen sein.
Es ist eine Talocke, was können die schon haben? Es könnte auch Piraten an Bord haben, die sich im Frachtraum verstecken. Ist es nicht eine gängige Taktik, sich zu nähern und dann das andere Schiff zu ändern? Öfter, öfter. Also. Nun gut. Man sagt mir, wir werden im Laufe des morgigen Tages ankommen. Ja, gute Nacht. Ja, und dann geht Voldax wieder schlafen. Jo, selbiges. In Ordnung, ich halte hier die Stellung.